4 mit 44 Metern. Genauer schauen. Hat eigentlich nicht großteils Wohnungen dort stehen. Also was das Projekt zum Siegerprojekt gemacht hat, war der Umgang mit dem öffentlichen Raum, das Verlegen von öffentlichen Nutzungen in die oberen Geschosse und damit auch das Steigern der Qualität des Umfelds. Ich freue mich, dass ich mich getäuscht habe, weil ursprünglich habe ich gemeint, im Vergleich dessen, was die Stadtplanung für machbar gehalten hat, was sich der Investor gewünscht hat, das geht nie. Und die Kathi Aste hat gezeigt, das geht aber doch. Und ja, da freue ich mich riesig, weil es nämlich ein wirklich schönes Projekt geworden ist, das auch einen gescheiten öffentlichen Mehrwert bringt und das den Stadtteil sicher aufwertet. Also ich finde, dass dieses Projekt zeichnet sich aus, weil das generös gegenüber der Stadt ist. Es definiert einen Platz, der unkonditioniert ist und öffentlich ist. Das heißt, es ist ein öffentlicher Platz, wo junge Menschen also sich treffen können, ohne konsumieren zu müssen. Und das finde ich ein wahrer öffentlicher Raum. Und deswegen ist dieses Projekt einfach großartig. Ja, das Siegerprojekt reagiert sehr konsequent und überzeugend auf die vielfältigen Herausforderungen des Standortes und bietet darüber hinaus einen Mehrwert für die Stadt an durch die Schaffung dieses sehr interessanten, öffentlich begehbaren Raumes auf der oberen Stadtebene. Das Ergebnis den städtischen Anforderungen nach Mehrwert und nach der Bedeutung des Ortes und der Nichtprivatisierung von Flächen, sondern dem Zurverfügungstellen von Dingen auch für die Öffentlichkeit sehr viel Wert generiert, obwohl eine sehr hohe Dichte erzeugt wird. Also im Nachhinein, gut ist gegangen und das Risiko hat sich gelohnt für beide Seiten. Es ist ein besonderes Projekt mit einem sehr schönen Turm, einer wunderbaren Nutzungsmöglichkeit, aber vor allem die Öffnung des Platzes direkt neben den Viaduktbögen. Das ist das Herausragende an diesem Projekt, wird attraktiv sein für die Nutzerinnen, für die Nutzer, aber auch für die gesamte Stadt. Also was mich ganz besonders natürlich freut, ist, dass es ein junges Architekturbüro ist, was gewonnen hat und von dem her die auch eine Chance bekommen, ein solches Projekt in dieser Größenordnung umzusetzen. Und das freut mich wirklich und da wünsche ich uns allen alles Gute.